Show. Super, dass Sie eingeschaltet haben. Vielen Dank. Die Heute-Show aus dem eingeschneiten Köln. Aber ein paar Leute haben es trotzdem zu uns geschafft. Die Heute-Show, meine Damen und Herren, es ist Freitagabend und ich bin immer noch tief bewegt, muss ich sagen, vom CDU-Parteitag. Zu sehen, live dabei zu sein, wie eine ganze Volkspartei, geradezu hündisch ihrer Königin huldigt, meine Damen und Herren. Zwei Tage am Stück. Na gut, Sie haben in der Union natürlich auch nichts mehr außer Mutti, die sich aufopfert. Für uns alle, für das Land, für die Partei und zwar... Land ein, Land auf, tags ein, tags auf, Land ab, oh. Tags ein, Tag aus, Land ab, Land auf, Land ab. Land unter, Land ein, Lanzarote, was auch immer, meine Damen und Herren. So, jetzt schweigt aber stille, Bürger, Volk, Pöbel. Ein Büttel verkündet das Ergebnis. Es wurden abgegeben für Dr. Angela Merkel 903 Stimmen, das sind 97,94%. Was? Damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Kinder, fast 98. Ich will die Namen von den 2%, die nicht für mich gestimmt haben. Und lasst es wie ein Unfall aussehen. Die erfolgreichste Kanzlerin aller Zeiten und die lustigste. Obwohl, und das wird Sie zu Hause jetzt schockieren, einige Ihrer Gags sind gar nicht von ihr. Auch mir hat eine Satire-Sendung schon mal richtig aus der Seele gesprochen, als es dort hieß, Gott hat die FDP vielleicht nur erschaffen, um uns zu prüfen. Oh, da ist sie stolz. Für den Gag schuldest du uns 50 Euro, Fräulein. Nee, aber schöne Vorstellung, dass die Kanzlerin freitags mit ihrem Mann im Jogginganzug vor der Glotze sitzt und Witze mitschreibt oder so. Der über den Rösler war super, was, Vati? Bitter war der CDU-Parteitag übrigens für Ursula von der Leyen. Nur 69% hat die als Merkel-Stellvertreterin gekriegt. 69, das ist, ja, das ist wie ein vierter Platz beim Sackhüpfen in der Sonderschule. Das ist, ja. Und dann hat sie der Kommentator bei Phoenix auch noch voll gedisst. Hier, hören Sie jetzt mal ganz genau hin. Nächste Bewerberin hier, ein altes Gesicht, Ursula von der Leyen. Jetzt schlägt's aber 13. Altes Gesicht. Eine Unverschämtheit. Das sind doch keine Falten. Das sind Schwangerschaftsstreifen. Ich glaub's ja nicht. Warum kriegt so eine Frau nur 69%? Die hat in ihrer Rede in Hannover alles gegeben. Wussten Sie eigentlich, wie geil wir Deutschen sind? Wir sind Nummer 1 in Europa bei den Patentanmeldungen. Wir haben nach Frankreich die meisten Sternerestaurants. Wir haben die höchste Lebenserwartung nach Japan. Wir haben 80 Nobelpreisträger. Ich mache mir Nobelpreisträger, meine Damen und Herren. Ja, ja, zwei habe ich schon gemacht. Natürlich. Zwei habe ich mir gemacht. Ja. Einer von beiden kann sogar Schleife, der ist garantiert hochbegabt. Übrigens gab es auf dem Krönungsparteitag, das hat mich verblüfft, auf diesem Parteitag gab es sogar ein Thema, bei dem mehr als eine Meinung erlaubt war. Ja, Stichwort Ehegattensplitting für Homosexuelle. Eine sehr komische Diskussion, wenn Sie mich fragen. Ne? Wo wir Deutschen doch im Jahre 2012 eigentlich so tolerant sind. 2 Minuten einmal über die Straße und da feiern die Schwulen und Lesben einen Weihnachtsmarkt. Wie finden Sie das? Ja, sehr gut, sehr gut. Das klingt ironisch, was heißt es? Sehr gut, dass Sie da drüben sind. Ja, ja, für die haben wir doch extra ein warmes Gehege gebaut. Da drüben am anderen Ufer. Und natürlich konnte sich die CDU in Hannover nicht für eine komplette Gleichstellung entscheiden, aber... aus rein wissenschaftlichen Gründen. Ich glaube, dass es noch immer, und das sagen auch viele, viele Psychotherapeuten, dass es für Kinder schon das Beste ist, vor allem für Buben, wenn sie Vater und Mutter, beide Elemente in der Erziehung haben. Sehr richtig. Das beweisen aktuelle Studien aus dem 17. Jahrhundert, meine Damen und Herren. Wenn der Vater nicht da ist, dann fehlt die harte Hand und dann werden so Buben aus Trotz oft schwul. Oder lesbisch, meine Damen und Herren.
Es muss halt auch mal Schluss sein mit dieser ständigen Gleichmacherei. Meine, liest denn keiner mehr die Bibel? Doch, Steffen Flath von der CDU Sachsen. Gott hat uns Menschen geschaffen als Frau und Mann. Und ich glaube daran, dass er sich dabei etwas gedacht hat. Gut, aber glauben heißt nicht wissen. Wissen Sie was? Ich frage mal eben nach bei Gott. Sekunde, ich habe die Nummer, ja? Ich hoffe, der ist zu Hause. Ist er da? Ja. Ja! Du, hier ist Welke. Du Gott, der Flath sagt, du hättest dir was dabei gedacht, als du Mann und Frau erschaffen hast. Stimmt das so? Dann guck dir doch mal die meisten Männer und Frauen an. Und vor allem, guck dich mal selber an. Was soll ich mir denn bitte dabei gedacht haben? Hab's halt so hingerudelt. Ach ja, und sag diesem Flath von der CDU, ja, wenn er mich noch einmal falsch zitiert, dann wird es 7 Jahre Blut regnen. 7 Jahre, okay. Und Frösche. Ja. Und Heuschrecken. Ja. Und... Ja, ja, die Zeit habe ich jetzt nicht. Er kommt dann immer so ins Labern. Ach ja, gut. Tja, zur kompletten Gleichstellung konnten sie sich nicht durchringen. Also so modern ist die CDU nun auch wieder nicht in Sachen Homosexualität. Obwohl, was mir ja sehr gut gefallen hat, weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, wie der Chor der Jungen Union den CDU-Parteitag eröffnet hat. Ja, ein super Text, meine Damen und Herren. Haben Sie sehr schön gemacht, die Buben von der Jungen Union. Hut ab. Sowas nennt man wohl Hardcore. Tatsächlich ist die CDU ja längst eine Frauenpartei. Natürlich Angela Merkel an der Spitze, von der Leyen immer mächtiger. Jetzt kommt noch die Klöckner im Vorstand dazu. Männer haben es da in dem Verein inzwischen richtig schwer. Lutz van der Horst hat sich des heißen Eisens einmal für uns angenommen. Die CDU-Männer geben ein Bild ab, das selbst Alice Schwarzer die Tränen in die Augen treibt. Ich bin hier und suche den letzten Mann der CDU, um ihm das hier zu verleihen. Die goldenen Eier. This is a man's world. This is a man's world. Was passiert eigentlich nach so einem Parteitag? Die Frauen treffen sich auf eine Zigarre, einen Cognac, reden über Politik und die Männer wischen nochmal vor euch durch? Oder wie sieht das aus? Ja, die kommen auch gut in die Ecken rein. Mir wurde gerade gesagt, Sie sind ein wichtiger Mann in der CDU. Gut, ich bin gestern in den Bundesvorstand gewählt worden. Oh, ja. Herzlichen Glückwunsch. Und früher war ich Bundesverteidigungsminister. Ja, oh Mensch, da setze ich mich doch mal, das klingt ganz gut. Okay. Hier gibt es richtige Männer, aber ich meine, das ist ein Vorteilswissen, was ich habe. Das gebe ich nicht preis, da wäre ich ja unklug. Ja, ja. This is a man's world. This is a man's world. Frau Merkel, eine kurze Frage. Keine Frage jetzt. Keine Frage jetzt. So werden die Männer hier unterdrückt. Das ist unfassbar. Wie bewerten Sie die Männer in der CDU auf einer Männlichkeitsskala von 1 bis 10? 1 ist Siegfried, 10 ist Roy. Als Mann so eine Frage zu beantworten, ist natürlich heavy. Also ich würde mal sagen, maximal 4. 4, das sind eher so die weißen Tiger, würde ich sagen. Ich bin als Mann in der CDU, wenn es da schöne Frauen hat. Auch. In der CDU schöne Frauen? Ja. Wo schöne Frauen sind, gefällt es mir auch. Also habt ihr den Eindruck, die CDU wird immer weiblicher? Ja, aber es gibt noch genug starke Männer. Einer steht ja vor Ihnen. Ach so. Ja. Ach, die Frau Klöckner, die finden Sie, scharf? Ganz toll. Ja, scharf, ganz toll. Scharf, ganz toll, ja. Ist der scharf? Er findet sie scharf. Sie finden sie ganz toll. Er hat es gesagt, er findet sie scharf. Auch Abitur und Führerschein. Oh. Da gehen Sie ran jetzt, Mensch, hier. Ach, Sie geben das. Ach, die Stimme ist kaputt. Das klingt aber nach einer ganz üblen Ausrede. Oder ein Maulkorb von Mutti. Eins von beiden. Also warum ist das denn so, dass die CDU immer weiblicher wird? Also Ursula von der Leyen, Sie, Ronald Pofalla. Wir suchen ja den letzten Mann in der CDU und ich finde, Sie sind so ein Typ, Sie sind noch ein echter Kerl und deswegen möchten wir Ihnen eigentlich Folgendes verleihen. Die goldenen Eier. Herzlichen Glückwunsch. Und das nehmen Sie dann für die Comedy oder was?
Nein, wir meinen das durchaus ernst. Sie also, sind noch ein Kerl, der... Ist, dazu kann man dann durchaus stehen. Toll. Ich konnte meine Eier in die Hände von Volker Bouffier legen. Und damit gebe ich beseelt zurück nach Köln. Der schlimmste Satz, den ich jemals von Lutz van der Horst gehört habe. Vielen Dank. Bin mal gespannt, ob der Bouffier die auf seinen Schreibtisch stellt. So, gute Nachrichten. Endlich ist es soweit, meine Damen und Herren. Deutschland steht ganz kurz vor der Entnazifizierung. Ja, die Bundesländer wollen einen neuen Anlauf nehmen und die NPD verbieten lassen, weil die Partei, wie erkläre ich das jetzt, mit unserer Demokratie, ja, ich sag mal, ein bisschen fremdelt. Zum Beispiel regt es die wahnsinnig auf, was mit deutscher Milch passiert. Hä? Diese erbärmliche Demokratie. Wer Geld hat, demnächst auch die Spanier mit durchzufüttern, dem muss man die Milchflasche entziehen. Denn die gehört nicht ins Ausland, die deutsche Milch, sondern sie gehört als Nahrung für das deutsche Volk in Deutschland Verwendung zu finden. Jawohl! Aua! Jawohl! Haben Sie es gehört? Die deutsche Milch gehört in Deutschland Verwendung zu finden. Und auch der deutschen Sprache. Heil Duden! Die NPD tarnt sich natürlich sehr gerne bürgerlich. Oder wie der große Vorsitzende bzw. der kleine dicke Vorsitzende der Partei sagt. Ich habe deutlicher gemacht, also im Vorfeld, also meiner Wahl zum Parteivorsitzenden, wohin die Reise unter meiner Führung gehen soll. Die Schlagworte der seriösen Radikalität. Ja, das macht absolut Sinn, seriöse Radikalität. Außerdem fordern sie friedliche Massaker und einfühlsames Verprügeln von Andersdenkenden. Ja, zum Glück, liebe Zuschauer, zum Glück bricht sich die Wahrheit am Ende doch immer Bahn, und zwar in Form von ulkigen Versprechern. Denn die Minister wissen ganz genau, dass die NPD auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, dass sie sich zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland bekämpft und dass sie, wenn sie bekennt. Und dann bekennt. Bekennt, ja, ja. Das kann man nicht steuern. Das kann man nicht steuern. Wunderbar. Da purzelt ihm die Wahrheit aus Versehen aus der verquollenen Aria-Birne, meine Damen und Herren. Eins ist im Übrigen echt bitter. Selbst wenn Karlsruhe die NPD verbietet, können die Säcke immer noch vor den Europäischen Gerichtshof für, Achtung, Menschenrechte ziehen. Bei Parteiverboten hat der Gerichtshof ein eigenes Kriterium entwickelt. Eine extremistische Partei könne nur verboten werden, wenn sie kurz vor der Machtübernahme stehe. Ja, nur wenn sie kurz vor der Machtübernahme stehen, wirklich. Klar, zu lange warten mit dem Verbotsantrag ist auch schlecht. 1933 zum Beispiel haben wir einen Tick zu lange gewartet. Wie man's macht. Im Übrigen lenken die Länder mit dem Antrag natürlich wunderbar ab von ihrem Komplettversagen rund um die NSU-Morde. Schon nach dem Nagelbombenanschlag in Köln hätte man das Terrortrio schnappen können. Es gab eine Sprengstoffdatei beim Bundeskriminalamt. Hätte man dort die Begriffe eingegeben in diese Datei, männlich, rechtsradikal, Koffer, alles Merkmale, die in Köln ja offensichtlich vorlagen, wäre als Treffer angezeigt worden, mundlos und bönhart. Leider hatten die Ermittler die Worte russisch tabulos rasiert eingegeben. Schade, schade. Ja, passiert. Ne? Macht das NPD-Verbot jetzt so richtig Sinn? Die Partei erledigt sich gerade von selbst, sagen manche. Man gibt ihr mehr Aufmerksamkeit. Ja, die NPD liegt bundesweit tatsächlich nur bei einem popeligen Prozent in Umfragen. Aber 9% der Deutschen haben laut aktuellen Studien ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild. Dem passt sich jetzt vor Weihnachten natürlich auch der Spielemarkt an. Ich begrüße unsere Heute-Show-Spieletester Tina Hausten und Klaus von Wagner, meine Damen und Herren. Tina, hallo Klaus. Grüßt euch. Ah, ist das schön? Ich liebe Spieleabende mit guten Freunden, mit Glühwein, mit einem Schuss Teppichreiniger drin. Ah, gerade vor Weihnachten. Toll, ja, oder? Ja. Ah, Weihnachten rückt näher und die Gesellschaft rückt nach rechts. Das ist eine sehr unterhaltsame Mischung. Hier kennen Sie Nazi-Memory. Nazi-Memory? Ja, komm. Muss ich passende Paare finden. Okay, ne? Ja, genau. Warte mal. So. Okay,
Ja, ja, sehr gut. Sekunde mal, das sind ja, hier ist ja überall nur Stahlhelm drauf, auf allen Karten. Ja, klar, Nazi-Memory halt. Wenn man die geistig überfordert, gehen die in den Untergrund. Ja, ja, oder wie wär's hier mit Oliver? Nazi-Tabu. Okay, los geht's. Umschreibe den Begriff Verfassungsschutz ohne die Worte auf dem rechten Auge blind, ja, Aktenschreddern, Nazi-BAföG und grenzdebile Volltrottel zu benutzen. Das geht doch gar nicht. Was ist das denn für ein doofes Spiel, ey? Schon kein Bock mehr. Ja, 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 jetzt gut. Das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu schwierig für den Oliver. Ha? Ja, stimmt. Es muss natürlich auch immer zum Alter passen. Ja. Ach ja, hier auf der Packung steht's ja. Nazi-Tabu. Empfohlen von 33 bis 45. Ja, ja. Kein Problem, dann spielen wir was Simpleres. Hier, oh, ja, auf geht's. Fang den Nazi. Oh, fang den Nazi. Ja. Super, das kenne ich, da muss ich doch nur würfeln, oder? Ja, ja, genau. Also Sie sind der Verfassungsschutz und wir zwei beide, wir sind die Nazis. Na gut, dann zieht euch mal warm an, ihr blöden Glatzen. So, pass auf. Oh, na eins. Verdammt. Sechs, hurra. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Auch eine 6. Oh. Der Verfassungsschutz kriegt uns nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekunde mal. Sekunde mal. Ich sehe gerade, der Verfassungsschutzwürfel hat nur 1 und der Nazi-Würfel hat nur 6er. Ja, natürlich, Oliver. Sonst würden sie uns ja kriegen. Und dann wäre das Spiel vorbei. Ja. Das wäre doch doof. Ja. Nö, das macht auch keinen Spaß. Was ist das denn hier? Das Trivial Pursuit, das ist die Geheimdienstedition. Okay. Ja, da haben Sie gewonnen, wenn Sie alle 6 braunen Kuchenstücke aufgesammelt haben. Okay, ich stehe auf einem hellbraunen Fragefeld. Ja. Braun. Braun, ja. Das ist die Kategorie superblöde Ausrede. Ja. Okay, Sie arbeiten beim Berliner Verfassungsschutz, ja, und brauchen eine Ausrede, weil bei Ihnen noch im Sommer 2012 Rechtsextremismusakten vernichtet wurden. Welche Ausrede wäre die dümmste? Oh, in dumme Ausreden bin ich super. Ja. Pass auf, ich würde sagen, der Hund hat die Akten gefressen. Nein. Nee, warte mal, die Comanchen haben das Amt überfallen. Nein, jetzt hab ich hab den Kopierer mit dem Schredder verwechselt. Nein. Der ist super, guck mal, wie der ankommt. Der ist doch dumm. Ja. Der ist doch dumm. Ja. Leider. Was denn? Schade, Oliver, aber leider nicht dumm genug. Och, Mensch. Womöglich Brisantes also landete im Reißwolf, weil, als im Geheimschutzraum Aktenkartons sortiert wurden, ausgerechnet der Referatsleiter Rechtsextremismus links und rechts verwechselt haben soll. Okay, das ist wirklich die dümmste Ausrede ever, zugegeben. Ja, ja. Das Problem war, die hatten die Linksextremismusakten auf die rechte Seite gestellt und die rechten Akten auf die linke. Ich meine, da blickt doch keiner mehr durch. Aber ich glaube, das gefällt ihm jetzt nicht wirklich. Hey, hey, wie wär's denn hiermit? Das ist ganz neu, die Umsiedler von Katan. Nein, nein, das ist echt super. Das ist das Spiel zur neuen Polizeistrategie. Ich erkläre das mal ganz kurz. Also in Hoyerswerda, ja, wurde zum Beispiel ein Paar massiv von rechten Schlägern bedroht und dann... Ein Polizist bringt die Opfer aus der Stadt, die Täter aber lässt man gewähren. Es ist einfacher, 2 Personen von einem Ort zu einem anderen sicheren Ort zu verbringen, als 30 Personen beispielsweise zu bewachen. Dem handelnden Paar ist dort empfohlen worden, nach Möglichkeit die Stadt zu verlassen. Verstehen Sie? Wenn man die Linken einfach umsiedelt, dann hat man auch kein Problem mehr mit den Rechten. Genial. Das kannst du ja nicht mal mehr schön saufen, so ein Scheißspiel, ehrlich. Kein Bock. Tja, okay. Ja. Ist wahrscheinlich alles zu kompliziert für den Olli. Ja. Wie wär's mit einer Runde? Schnick, schnack, schnuck. Ja, Stein, Schere, Papier. Ja. Genau, genau. Okay, Stein fliegt in die Wohnung von Linken. Okay, Schere zerschneidet Akten. Papier ist geduldig. Ja, und das Neue ist das Hakenkreuz. Okay. Das Hakenkreuz gewinnt immer. Okay, also. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Oh, Mist, alle Hakenkreuz. Okay. Gut, los nochmal. Schnick, schnack, schnuck. Das ist selbst mir zu blöd. Tina Hausdorff, Klaus von Wagner, meine Damen und Herren. Hakenkreuz. Beide Hakenkreuz. Ich hasse Spieleabende, ehrlich gesagt. So, man ist ja im Grunde auf Entzug, aber im Januar, da wird endlich wieder gewählt. Und zwar in Niedersachsen. Für die Zuschauer, die ihr Abi in 12 Jahren gemacht haben,
Wenn man vor der Deutschlandkarte steht, ist Niedersachsen das oben links. Und damit das ganz klar ist, wir reden mal wieder nicht von irgendeiner Wahl. Schicksalswahl in Niedersachsen. Es geht um alles. 6 Millionen Menschen, 10 Millionen Schafe und 2 Millionen Kühe wählen den neuen Landtag. Die großen Parteien schicken ihre Besten ins Rennen. Hä? Wer ist das denn? Leute, ehrlich, ihr müsst mir schon mal sagen, wer die Typen sind. Solche Allerweltsfressen werden noch nicht mal von ihrer eigenen Mutter erkannt. Ach, was soll's. Gehen Sie trotzdem wählen. Was soll man auch sonst machen? Sonntags in Niedersachsen. Gute Frage. Kann man auch wählen gehen? Ja. Ich erspare Ihnen jetzt die genaue politische Gemengelage, aber es spricht ja schon Bände. 3 der großen Spitzenkandidaten, 3, heißen übrigens mit Vornamen Stefan. Ob die wohl verwandt sind? Ich meine, es ist Niedersachsen, wundern würde es mich nicht. Der einzige Nicht-Stefan, David McAllister, liegt mit seiner CDU vorne und versprüht Lebensfreude pur. Fühlen Sie meinen Puls. Wir sind alle ganz easy, ganz relaxed. Wir sind gelassen und vor allen Dingen sind wir eines. Und das unterscheidet uns von unseren Mitbewerbern. Wir sind einfach gut drauf. Ja, das ist norddeutsche Ekstase der Extraklasse. Abgesehen davon ist sein Koalitionspartner, die Niedersachsen-FDP, noch toter als er. Liegt konstant bei 3%, aber ich sage, na und? Die Meinungsumfragen, die nur flüchtige Momentaufnahmen sind und die wir mit einem gewissen Desinteresse zur Kenntnis nehmen, aber doch ganz intensiv hineinschauen. Schatz, ich liebe dich ganz intensiv, aber mit einem gewissen Desinteresse. Ja. Herz und Lächeln. Es geht eigentlich zusammen, entweder Desinteresse oder intensiv. Ey, dieses Grinsen, ich muss sagen, wenn er lächelt, macht er mir Angst. Ne? Und er lächelt oft. Eigentlich immer. Ein wahnsinnig freundlicher Mann, um das hässliche Wort Schleimer zu vermeiden. Ich habe also wirklich ausnahmslos gute Erinnerungen an die Bundeswehr. Das ist eine richtig schöne niedersächsische Landschaft. Ich schätze Angela Merkel sehr. Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein. Die Farbe dieses Wagens sehr gelungen. Das ist ein schönes Kleinod. Hier ist eine wunderbare Atmosphäre. Aber das schönste Amt ist und bleibt, Schützenkönig im Bad Wederkeser zu sein. Arschkriecherwochen bei McAllister. Ich freue mich. Ja, ein wunderschöner Beitrag. Schöne Bilder, ein schöner Mann. Gut. Aber das müssen wir dazu sagen, auch sein Widersacher. Sie erinnern sich, einer von den 3 Stephans, der Stefan Weil von der SPD, ist auch nicht ohne. Ne? Der kann sogar, glauben Sie nicht, 2 Sachen auf einmal. Um 5:30 typischerweise. Dann schnappe ich mir einen Bademantel, gehe mit geschlossenen Augen zum Briefkasten, hole mir die Tageszeitung raus und den Rasierapparat. Das sieht man hier. Lesen Sie wirklich beim Rasieren Zeitung? Ja. Nee. Doch. Nein! Hab ich zu viel versprochen? Dieser 1000-Sasser! Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Rasieren und Zeitung lesen gleichzeitig. Und der kann noch viel mehr. Hier, gleichzeitig Müsli essen und Fußnägel schneiden. Und das spart richtig Zeit, duschen und sich gleichzeitig anziehen, meine Damen und Herren. Ja. Der Stefan, vielleicht packt das zusammen mit den Grünen. Aber eigentlich ist mir auch egal. Es gibt noch viel zu tun in Niedersachsen. Zum Beispiel die Sache mit der frühkindlichen Förderung. Da ist da oben bei denen noch, ich sag mal, Luft nach oben. Tatsächlich wird hier alles getan. Selbst für Ablenkung und für die Kleinen ist gesorgt. Ja, mehr kann man für die Kleinen nicht tun. Jedenfalls nicht in Niedersachsen. Ja, es ist ein besonderes Bundesland. Zum Glück, muss ich sagen, arbeitet ein großer Kenner dieses exotischen Landstrichs für die Heute-Show. Dietmar Wischmeier hat für uns einen typischen Eingeborenen getroffen. Von der Weser bis zur Elbe, von dem Harz bis an das Meer. Ja, moin, da ist es, ne? Ja, hinterm Stadtrand fängt es an, Niedersachsen. Ne? Könnte man jetzt noch weiter reingehen, aber sieht überall gleich aus.
Ja, ich habe meine Karte mitgebracht, da ist Niedersachsen komplett drauf. Hier sehr schön zu sehen, die A7. Die Eingeborenen, die leben da von den Abfällen, die der Schwede so aus dem Fenster schmeißt, wenn er die Autobahn Richtung Süden fährt. Ne? Da müsste Hannover liegen. Ist hier nicht eingezeichnet, lohnt sich nicht. Ja, 60 Jahre SPD-Regierung hinterlassen ihre Spuren. Ne? Außer Verdi-Zentrale, alles im Arsch. Der größte Teil von Niedersachsen ist Güllefläche. Irgendwo muss die Scheiße hier hin von den 7 Millionen Schweinen und noch mehr Hühnern. Sturmfest und ihr Erwachsen, Heilheit zu Fido Kindstamm. Jo, ich sag mal so, egal wo du bei uns buddelst, ne, stößt du hier auf wertvolle Rohstoffe aus dem Atomzeitalter, die die Gesichter der Eingeborenen erstrahlen lassen. Das ist der Obersalzberg, da hat der Führer Eva Braun flachgelegt, aber das ist eine andere Geschichte. Antike und Hochtechnologie, wie der moderne Datenspeicher da hinten, reichen sich bei unserem Bund. Ey, sag mal, wir drehen hier für die Heute-Show. Reichen sich in unserem Bundesland die Hand, wollte ich sagen. Ja, Niedersachsen, das sind noch richtige Männer. Titten gucken, Titten gucken, Titten gucken, Titten gucken. Nicht so grüne Sitzpisser oder bayerische Frauenversteher, die hauen noch mal so richtig auf den Putz. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Ja, soweit erstmal. Wollen Sie unser schönes Bundesland mal erleben, zum Beispiel bei einer Wattwanderung oder... Schniedel gucken, Schniedel gucken, Schniedel gucken, Schniedel gucken. Ja, dann kommen wir doch mal vorbei zu einer Halbtagesfahrt Niedersachsen komplett, inklusive eine Dose original Oldenburger Schweineklötensuppe für insgesamt 19,45. Das mache ich über Weihnachten. Dietmar Wischmeier traf einen niedersächsischen Eingeborenen. Vielen Dank. Hätte man was gelernt über dieses fremde Bundesland. Wissen Sie, was für mich das Schlimmste an Weihnachten ist? Die Wunschzettel dieser gierigen Kinder. Hier, das wünscht sich zum Beispiel das kleine Saudi-Arabien von Deutschland zu Weihnachten. Das große Piratenschiff von Playmobil, irgendwas von Lego Star Wars und 200 Radpanzer des Typs Boxer von Krauss Maffei. Spinn doch wohl, Saudis. War Saudi-Arabien überhaupt brav in letzter Zeit? Rüstung an ein Regime, das Menschenrechte missachtet, wie etwa 2011, als sie im Nachbarstaat Bahrain geholfen haben, die Proteste niederzuschlagen? Ja, aber die Aufständischen hatten angefangen. Ehrlich, die wollten Demokratie, diese Irren. Außerdem, wenn man beim Waffenexport zu strenge Kriterien anlegt, dann fallen die besten Kunden weg, ne? Das Geschäft mit deutschen Waffen brummt unter Kanzlerin Merkel mehr denn je. Wirklich, 42%. 42% der deutschen Rüstungsexporte gehen inzwischen an Drittstaaten, also nicht EU oder NATO. Und wir versuchen dabei, Diktaturen möglichst nicht zu benachteiligen. Nach welchen Kriterien funktioniert das nochmal? Wir haben und bleiben bei einer restriktiven Rüstungsexportpolitik. Die richtet sich allerdings nicht nur nach Kriterien der Menschenrechte. Nein! Nein, es geht natürlich auch ums Geldverdienen, meine Damen und Herren. Wer entscheidet über deutsche Rüstungsexporte? Der sogenannte Bundessicherheitsrat. Der tagt hier im Westflügel des Kanzleramtes. Ein streng geheimes Gremium. Niemand weiß, wer die Mitglieder sind. Na gut, es sind Angela Merkel und einige ihrer dürfsten Minister, meine Damen und Herren. Die tagen immer nur nachts, denn wenn die Sonne aufgeht, verwandeln sich alle in Fledermäuse. Ich hatte kurz den Nibel im Haar, voll eklig. Geheim. Warum entscheidet eigentlich nicht der Bundestag darüber, an welche Verbrecher wir welche Waffen liefern? Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es zu umständlich. Wir schalten mal live zu unserem Reporter Ulrich von Hesen auf den Kölner Weihnachtsmarkt, wo die deutsche Waffenindustrie einen eigenen Stand hat. Ulrich, warum? Morgen stirbt der Weihnachtsmann. Wir ballern ihn vom Schlitten. Ja, Welke, warum wohl? Imagepflege. Gerade jetzt, wo die Gutmenschen wieder nörgeln, da muss die Waffenindustrie selbstbewusst nach draußen gehen und sagen, wir sind ein deutscher Exportschlager. Genau wie der Schäferhund oder die Currywurst aus der Mikrowelle. Das stimmt. Die Mikrowellenwurst hat wahrscheinlich mehr Menschen getötet als jeder Panzer. Trotzdem. Probiert.
Weihnachten ist das Fest des Friedens. Da hat doch die Waffenbranche nichts zu suchen. Ja, ja, da merkt man wieder, dass Sie damals an der Bettpfanne gedient haben. Waffenhandel ist Friedensdienst. Sekunde, eine Taube. So, Flugratten, verdammte. So, Glühwein, Leute, kauft Glühwein und lasst eure Kinder mit dem G36 Sturmgewehr schießen. Jetzt dabei sein, das macht Spaß, das macht Laune. Laune? Friedensdienst? Wieso ist das denn ein Friedensdienst? Meine Fresse. Je mehr deutsche Waffen in Krisengebiete verkauft werden, desto friedlicher wird es da. Und warum? Weil deutsche Waffen Schrott sind. Hier, das G36. Kannst ein Ei draufhauen auf das Teil. Einzelbeschuss mit kalter Waffe. Dann kurze Feuerstöße, 60 Schuss. Das Gewehr läuft heiß, das Trefferbild danach deutlich schlechter. Ist kein Witz, gerade rausgekommen. Nach exakt 60 Schuss triffst du mit dem Baby hier nicht mal mehr einen Möbelwagen. Was? Nach nur 60 Schuss? Genau. Sobald dir als Soldat 61 Feinde entgegenkommen, bist du am Arsch. Hm. So viel zum Thema deutsche Wertarbeit. Auch ist wohl vorgekommen, dass eine Waffe im Dauergebrauch, also im Schnellfeuer, geschossen wurde bei SWAT-Teams. Und die ist ganz einfach geschmolzen. Ja, so steht das hier. So steht das hier auch im Prospekt von Heckler & Koch. Das G36 schmilzt in der Hand und nicht im Mund. Ah, jetzt schließt sich der Kreis. Schön, dass wir unsere Soldaten damit nach Afghanistan schicken. Aber jetzt verstehe ich's. Jetzt weiß ich, was Sie meinen. Wenn wir den Saudis solche Waffen andrehen, dann können die den nächsten Aufstand in Bahrain gar nicht mehr niederschlagen. Jetzt haben sie es kapiert. Das ist übrigens auch der neue Slogan der Friedensbewegung. Frieden schaffen durch beschissene Waffen. Wenn das Sturmgewehr streikt, hat der Bundeswehrsoldat immer noch seine Pistole P8, auch von Heckler & Koch. In einem weiteren vertraulichen Bericht der Bundeswehr sind auch Probleme mit der Pistole dokumentiert. Ist aber auch kein Problem. Dann hat der Soldat immer noch diese Zwille von Heckler & Koch. Ey, verdammte Scheiße, aua! Ja, trotzdem, Ulrich, ich bleibe dabei. Man sollte an ein Regime wie Saudi-Arabien gar keine Waffen verkaufen, nicht mal deutsche Schrottwaffen. Ach, Welke, auch in Saudi-Arabien ist doch nicht alles schlecht. Wussten Sie zum Beispiel, dass Frauen da nicht Auto fahren dürfen? Das rettet jeden Tag Leben! Wo er recht hat, Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Live vom Kölner Weihnachtsmarkt. Und wo wir eh beim Thema sind, falls Sie noch voll im Geschenkestress sind, hier ein besinnlicher Moment, um Sie an den wahren Geist der Weihnacht zu erinnern. Worüber freuen sich Männer? Männer freuen sich über gar nichts, weil die immer sagen, die haben alles. Und die brauchen nichts. In so einer schwierigen Notsituation, was macht man als erfahrene Frau dann? Ja, da steht man am Schlauch und weiß nicht, was man kaufen soll. Sie wissen ja, Hemden, Schlafanzug und so ein Kack. Er hat mal alle Geschenke, die ich ihm gekauft habe, umgetauscht, das Portemonnaie. Na ja, gut. Du hast es umgetauscht. Es war hässlich. Ja. Damit ist er auch wieder Single. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt das blaue Sofa. Wir sehen uns nächste Woche unter anderem mit der Verleihung des goldenen Vollpfosten, das ist eine Tradition, in unserem großen Jahresrückblick. Tschüss, schönen Abend noch.